Hallo und herzlich willkommen, liebe Community. Hier ist mal wieder Chris Schnizzi und es geht weiter mit Station. Hier ist hier eine neue Folge auf Tau City. Modplanet. Ja, ihr seid wirklich Generation E-Mail. Es ist erstaunlich. Es ist erstaunlich. Ja, es kam die Frage auf, warum habe ich den Combustion Limiter, den Lever, ganz unten? Ich würde ja Drehzahl verschenken. Ja, 400 irgendwas läuft sie, und wenn ich den Limiter, den Combustion Limiter hochdrehe, dann fährt sie ja mit 500 irgendwas hoch. Naja, warum? Ganz einfach, weil wir aktuell noch nicht genug Miner haben, dass die wirklich so laufen müsste. Ja, weil wir sehen ja hier ist nichts drin. Das heißt, die schafft das locker noch, diese drei Miner hier zu betreiben. Also brauchen wir die noch nicht hochdrehen. Entschuldigung. So. Ne? Also, wir könnten jetzt hochdrehen, dann würde sie ja mit irgendwas 500 Bang, würde sie ja dann drehen. Aber warum? Ja, das brauchen wir jetzt aktuell noch nicht, weil sie einfach mal noch nicht so viel Erz bekommt, dass sie das wirklich haben müsste. Ja. So. Mir ist echt müde, ey. Was ist denn heute los? Ich habe jetzt hier schon mal ein LED hingebaut, habe das auch schon beschriftet, um jetzt mal zu testen, ob die Drehzahl noch angezeigt wird, wenn ich die jetzt ausknipse. Ja, das war ja die Frage, die wir wissen wollen, und das werden wir jetzt mal programmieren. Wir fangen jetzt mal ganz klein an und gucken wir mal, wie weit wir kommen. So, okay. Dann machen wir jetzt mal erstmal ein Alias. Das ist die Zentrifuge. Zentrifuge ist DB. Das ist die Zentrifuge selber. Dann machen wir ein Alias für RPM. Das ist dann R0. So. So sollte das eigentlich erstmal sein. So, jetzt machen wir hier den Loop. Lopo, genau. Den Loop. Jetzt machen wir erstmal ein Yield. So. Und dann muss ich kurz gucken, geht hier F1 wieder? Das geht wieder nicht. Früher ging das. Da konnte man F1 drücken, während man programmiert hatte. Aber ist egal. Lese in RPM aus der Zentrifuge. Und jetzt müssen wir mal gucken. Müssen wir mal F1 drücken. Combustion Centrifuge. Und ich will wissen, die RPM. Required Power. Temperature, Log Pressure, Prefepesh, Combustion. Was ist das denn? Throttle, RPM. Ach, heißt sogar RPM. Sehr schön. Den Logic Type RPM. So. Dann setzen wir. Achso, wir müssen das LED noch. Alias. LED. D0. So, Hammer. So, setze die LED, Setting, RPM, Jump, Loop. So, das müsste eigentlich funktionieren. Also wenn ich jetzt nicht wieder irgendeine Scheiße gebaut habe. Jetzt haben wir natürlich hier alles drin, ja. Das ist LED. Gucken wir mal. Ja, LED zeigt an. Sehr schön. So, so, ist lustig, dass die Klappe hier an der Seite rausguckt. Ist schon ein bisschen cool. Okay, jetzt haben wir hier die RPM. Und jetzt machen wir das Ding mal leer. Das heißt, wir machen es mal aus. Und wir haben tatsächlich, wenn wir es ausgemacht haben, haben wir keine RPM mehr. Ja, das ist schade. Ja, haben wir nicht. Ach, schade, schade, schade. Das war mein Plan. Aber dann machen wir es zeitlich. Äh,
Dann machen wir es einfach zeitlich. Dann sagen wir, pass auf, nach Zeit X. Also, geh quasi, schalte quasi das Ding aus. Und dann warte 30 Sekunden oder so. Ah, 30 Sekunden, 5 Sekunden, 10 Sekunden. Irgendwie so. Die Zeit haben wir ja. Ja. Da ist schon wieder ordentlich Scheiß drin, ja. So, dann läuft die jetzt wieder. Okay, das heißt, wir kriegen kein RPM-Signal, kein Drehzahlsignal, wenn die aus ist. Ja klar, logisch, die ist aus. Warum sollte sie dann irgendwelche Signale zeigen? Die Frage wäre, ob das mit einem externen Chip zu lesen geht. Weil wenn ich die Combustion-Zentrifuge ausmache, dann geht ja auch der Chip-Steckplatz aus. Da, wo jetzt der IC10 drin steckt. Ja, also theoretisch könnte man nochmal prüfen, ob wir es von außen lesen können. Aber spielt ja keine Rolle. Die RPM sind ja eigentlich überhaupt nicht wichtig. Ja, also eigentlich sind die gar nicht wichtig. Weil wir gucken halt nur nach dem Stress. Nach dem Stress und ich sag mal, wenn der Stresslevel unter 30 ist, können wir ja das Gaspedal immer weiter hochdrehen. Ja. Die meisten Leute starten ja immer mit Vollgas und gehen dann wieder auf Null. Gehen Vollgas, gehen wieder auf Null, Vollgas, wieder auf Null, bis sie dann über diese Schwelle ist, dass sie Stress hat. Aber das finde ich eigentlich total blöd. Ich finde das, was wir gerade mit der Hand gemacht haben, richtig cool. Aber das ist halt ein PID. Ja? Das ist halt, ich habe halt reagiert auf das, was ich hier gesehen habe. Und die Frage wäre, könnte man Elmos PID-Regler nehmen, als Stellgröße Throttle nehmen und als Lesegröße sozusagen Stress und den auf 30 Prozent festsetzen. Das heißt, er soll immer so um die 30% Stress rausholen, also maximal. Könnte man zum Beispiel ausprobieren. Oder wir programmieren selber irgendwas. Ja. Okay, das haben wir jetzt ausprobiert. Das funktioniert schon mal nicht. Aber wir können ja schon mal überlegen, wie wir das Ganze automatisieren wollen, ob wir das überhaupt machen wollen. Also ich denke, in der Funktion, wie es da jetzt steht, brauchen wir das erstmal noch nicht. Das ist ja jetzt erstmal nur, um die Basis aufzubauen. Dafür ist das ja gedacht. Ja? Ärzte zu besorgen, um die Basis aufzubauen. Und ich denke, da sollten wir jetzt noch nicht so viel Automation reinstecken. Was wir vielleicht reinstecken sollten, wäre mal eine Anzeige hier für die Tanks. Dass wir immer mal so schnell auf einen schnellen Blick sehen können, was los ist. Und die hat schon ordentlich Sprit gesoffen hier, ja, die Maschine. Also das könnte sie vielleicht noch machen, dass sie sich selber Sprit holt. Ja, aber eigentlich brauchst du das auch nicht, weil wir sind ja hier, wir sehen es ja, wir können es ja ausprobieren. Ja. Okay, so, wir könnten Stahl schmelzen, nee, können wir nicht, wir brauchen noch ein bisschen Kohle. Jetzt können wir uns ja schon mal langsam überlegen, eine Furnace zu bauen, würde ich sagen. Ne, aber das ist halt alles so... Ach, das, wo bauen wir es hin? Also ich würde jetzt vielleicht erstmal anfangen, eine Basis zu bauen, um dann die Furnace zu bauen. Aber eine Basisbau, sage ich euch ganz ehrlich, das möchte ich nicht im Video machen. Also zumindest nicht den Rohbau. Also ich würde sagen, dass ich mir mal ein paar Tage Zeit nehme und mal den Rohbau der Basis erstmal so weit vorbaue, dass wir erstmal ein paar Räume haben.
Ah, dass ich sage, hier, ich möchte da das und das haben. Vielleicht mal sowas mit mehreren Etagen, nicht mehr so breit gebaut. Ich baue ja immer so riesig groß und breit, sondern dass wir vielleicht mal sagen, wir bauen jetzt mal nicht breit, dass wir sagen, wir machen 10 mal 10 oder so und dann nach oben. Ja, weil das habe ich ja so auch noch nicht gebaut, so mit Treppenaufgang und so. Das fände ich bestimmt auch mal ganz cool, dass man so einen Treppenaufgang hat und dann hat man so verschiedene Etagen. Wäre zum Beispiel eine Idee, ja, so dass man da vielleicht mal, dass ich da mal anfange. Dazu muss ich aber hier das Ding ewig laufen lassen, weil wir brauchen ja Eisen und Dings, wir brauchen ja Stahl, weil ihr wisst ja selber, Stahl, ihr Juriste, das ist schon Stahlframes, das ist schon ordentlich Arbeit, ja, die halt quasi fertig zu bauen. Ich möchte jetzt aber auch nicht hier einen Haufen Tage verschenken hier unten. Wir haben jetzt schon Tag 32 aktuell. Um jetzt hier zu sagen, ich lasse das jetzt hier drei Stunden unbeaufsichtigt laufen. Also mir kann ja nichts passieren. Ich habe ja keinen Hunger. Ja, das ist ja das Schöne beim Roboter. Ich kriege meine Energie von hier. Das ist auch schön. Das heißt, theoretisch könnte ich das Spiel jetzt hier 3 Stunden laufen lassen. Ja, also gut, was ich jetzt noch machen müsste, wir programmieren jetzt noch die Gasgeschichte hier, dass er sich selbst seinen Sprit mixt. Ja, das programmieren wir jetzt gleich noch. Und dann kann ich das eigentlich laufen lassen. Ja, das ist zwar doof, weil ich ja dann irgendwie nicht beim Spielen bin und ihr das auch nicht seht, weil ich ja gesagt habe, ich würde das dann jetzt erstmal ohne euch bauen. Aber ich finde das jetzt so prinzipiell nicht schlimm, das so zu machen, weil ich finde, das Nervigste ist, jemandem dabei zuzugucken, wie er fluchend irgendwelche Cubes hier baut, irgendwelche Frames. Und weiß ich nicht, dann haben wir vielleicht 10 Folgen, wo ich dann nochmal die ganzen Cubes abflexen muss und sie wieder zusammenbaue, weil ich merke, oh, hier komme ich mit der Treppe nicht durch und so. Ich würde jetzt erstmal vorbereiten, einen Block sozusagen, eine neue Basis, die quasi aus mehreren Etagen besteht. Müssen wir gucken, wie viel wir machen. 3, 4 Etagen werden ja wohl ausreichen, erstmal für den Scheiß, den wir machen wollen. 10 mal 10. Ja, also das ist ja dann auch schon eine annehmbare Größe. Und dann halt nach oben bauen und dann halt auch verkleiden von außen und so, damit die ein bisschen schicki aussieht. Und Treppenaufgang reinbauen. So, das würde ich vielleicht erstmal machen wollen. Als Vorbereitung, so dass wir dann jetzt nicht 20 Folgen gucken, wie ich hier Frames baue. Ja? Also so der Plan. Wenn er da mitmacht, dann würde ich mich freuen. Ich werde es auf jeden Fall machen, sage ich euch so, wie es ist. Ich werde es nicht aufnehmen, wie ich das Frame-Grundgerüst baue der Basis, weil das ist einfach nervig. Ich würde mir sowas nicht angucken wollen. Ja. So. Gucken wir mal hier, was haben wir denn hier? Ja, also wir haben ja immer noch nicht genug Dirty Ore, als dass wir die hochdrehen müssten. Ja. Aber es sind 5 Kobalt drin. Das ist gut. Und 20 Nickel. 27 Silber. 56 verdammte Gold. Geil. Geil, geil, geil. Was haben wir für eine Drehzahl? 402. Alles klar. Okay, so, dann würde ich sagen, machen wir mal das Licht aus und wir programmieren mal unseren Mix her, würde ich sagen. So, die Anzeige können wir ja erstmal so lassen. Die ist ja erstmal egal. So, alias Mixer D1. Genau. So, dann Define. Druck. Sagen wir mal Druck SR1. So. Achso, Define Druck 10.000. 10.000 Kilopascal. Genau. Das ist dann jetzt unser Druck, den wir haben wollen. So. Jetzt lesen wir. In die Variable. Ja, warte mal, wir machen mal noch eine Variable hier. Alias Druck. R1. Dann müssen wir hier unten aber Max Druck machen, genau. So, wir lesen in die Variable Druck aus dem Mixer. Ach Quatsch. Aus der Zentrifuge.
muss ich nur kurz gucken, wie der heißt. Der hieß Pressure Input. Pressure Input. Genau. Pressure Input. So, wir lesen aus der Zentrifuge Pressure Input. So. Dann wissen wir den Druck. Aber wir nennen das mal Ist-Druck. Und das nennen wir mal Soll-Druck. So. Und wenn der Ist-Druck Branch Lower Send. Wenn der Ist-Druck kleiner ist als der Soll-Druck, dann springe. Ach, Mensch, ich habe schon so lange nicht mehr programmiert, ey. Ich habe keine Ahnung, was ich hier gerade mache. Also wenn der Ist-Druck kleiner ist als der Soll-Druck, aber das können wir auch anders lösen. Wir können das anders lösen. Und zwar Store Lower Zen R3. Wenn der Ist-Druck kleiner ist als der Soll-Druck, dann set Mixer on 1. R3. So. Wenn der Ist-Druck kleiner ist als der Soll-Druck. Pressure Input. SLT. Wir konfirmen mal. So, und hier müssen wir jetzt den Mixer anschließen. Dieser Kackschraubenzieher, ja. So, jetzt müsste der Mixer ja aus sein. Weil wir ja 10 Megapascal haben. Genau. Sehr schön. Haben wir irgendwie einen Error? Habe ich irgendeinen Scheiß programmiert? Gucken wir mal. Haben wir nicht. So, jetzt macht er sich sein Ding selbst, hier sein Gas. Immer so bei 10, macht er immer kurz. Macht er denn und dann ist gut. Sehr schön. So, damit macht er jetzt immer seinen Sprit. Und dann kann ich den jetzt eigentlich mal laufen lassen, würde ich sagen. Jo. So, mein Spiel hat inzwischen 43 GB RAM, die es verbraucht. Beta ist so buggy, ey, das geht gar nicht. So, was haben wir hier? Oh, jetzt haben wir schon Megapascal hier drin. Eieiei. Das ist gut. Das ist gut. Das ist schönes, heißes Gas. Das können wir schön verwenden später. So, wie sieht es hier aus? 31 Kilomol, 26 Kilomol. Ja, da können wir noch ein bisschen Sauerstoff dann zupusten. Wie sieht es aus mit den Filtern? 56 zu 21 sieht auch gut aus. Jo, naja gut, okay, dann war das jetzt erstmal die initiale Folge. Ich würde sagen, ich lasse das jetzt hier alles nochmal ein bisschen laufen, damit wir noch ein bisschen Erze haben. Und dann fange ich dann schon mal an, den Basisgrundgerüst zu bauen. Ja, also seid mir da nicht böse, wenn ich das ohne euch mache. Es wird nichts Spezielles, ihr werdet nichts verpassen. Ja, ich mache einfach nur 3 oder 4 Etagen. Und dann müssen wir uns halt überlegen, wie wir es machen mit der Etagerei, weil ich würde schon gerne die Solarzellen nicht oben auf dem Dach haben, um einfach sagen zu können, ich erweitere die Basis mal um eine Etage. Und darum würde ich halt gerne nicht
oben die Solarzellen draufbauen, sondern da vielleicht sagen, man baut daneben einen Solarpark. Ja, wo wir dann halt anfangen, unsere Nachführsolaranlagen sozusagen aufzustellen dann. So viele werden wir ja nicht brauchen, weil wir haben ja hier, weiß ich, wie viel 1000% Sonneneinstrahlung. Also, wenn die fast ein kW bringen pro Dings, ja, dann brauchst du nur 50 Stück aufstellen, hast du 50 kW, dann ist das schon gut. Ja, okay, also, wisst Bescheid. Chrissy Schnissy überlegt sich was, wie meine Basis aussehen soll. Ich würde dann das Grundgerüst schon mal vorbauen und mit ein paar Treppen drin und einer Schleuse vielleicht. Und ein bisschen Strom schon mal rundherum, also quasi mal ein paar Solarzellen aufstellen. Ja, das wird ein paar Tage dauern hier in-game. Und wenn ich damit fertig bin, dann machen wir die nächste Folge. Wie gesagt, ich weiß, ihr wollt immer jeden Schritt sehen, aber ich möchte euch nicht mit 20, das wird 20 Folgen und länger dauern, bis ich das ganze Grundgerüst gebaut habe mit den ganzen Frames. Und da habe ich keinen Bock drauf, das zu filmen, weil es sind 10 oder 20 Folgen, die ich nicht hochladen muss. Ja. Okay, wisst ihr Bescheid? 20 Minuten heute reicht. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss. Ja, Chris.